Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, dem Drake-Projekt. Und ja, wir sind letztes Mal hier ausgelockt und sind wieder drinnen und können so gleich weitermachen. Ja, wir haben den Zaubertisch gemacht, wir haben noch zu wenig Bücherregale und müssen irgendwo noch eine Plattform machen für das Bücher, also für die Bücher. Bücherei oder so. Zucker haben wir auch ein bisschen wenig, da müssen wir noch anpflanzen. Ah, hallo Creeper. Grüß dich. Dann nehmen wir noch das Weizen und die Körner mit. Kürbis. Weizen. Da. So. Nicht rausgehen. Wieso kommst du eigentlich raus? Wie kommst du raus? Da oben drüber. Okay, da müssen wir schauen, dass die nicht allzu oft rausgehen. Oh, leck das. Okay, schade. Keine Kuh mehr. Okay. Da müssen wir schauen, dass wir da noch einen Zaun hinmachen können. Wenn wir... jetzt da nochmal Zaun machen. So. Machen wir noch ein paar Stöckchen. So. Wenn wir jetzt hier den Zaun hinmachen, können sie weiterklettern. Wenn wir sie hier machen. So. Dann können sie nicht mehr weiter. Sie kommen hier nicht weiter. Okay. Dann machst du hier schön mal. Habe ich ihn aus. Ihr kleinen. Oh, ich bin Gamot. Scheiße. Gott, oh Gott. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, dann werden wir diese Zäune wegwerfen. Die sind nämlich benutzt. So. Und schauen, dass wir jetzt bald noch ein bisschen hier Wachstum bekommen. Ja, wir können keine anpflanzen. Die haben wir als das letzte Mal gefarmt. So. Der ist noch nicht ausgewachsen. Okay. Haben wir das auch. So. Jetzt, was können wir machen? Weiterfarmen. Ein paar Diamanten suchen, okay. So, dann gehen wir mal hier links. Und wieso leckt das schon wieder? Das ist komisch. Das nervt. So. Okay. Haben wir was zu diskutieren? Ja, momentan bin ich nicht so zufrieden mit den Spielen. Es wollen immer so viele Leute mitmachen im Drake-Projekt. Aber finden es irgendwie langweilig oder so. Es ist klar, dass es noch ein bisschen langweilig ist. Das ist ganz klar, ein Projekt muss zuerst mal in die Gänge kommen. Das ist nicht einfach ein Varo-Projekt oder so, wo man direkt PvP machen kann oder sonst irgendwas klar war. Das ist einfach ein Projekt, wo halt ein bisschen Einarbeitungs-Ding braucht, Zeit, oder? Ich kann es verstehen, dass manche nicht motiviert sind aufzunehmen oder so. Aber wenn ihr jetzt schon mal anfängt, dann habt ihr mal einen richtig guten Bonus und habt die Zeit,
um euch vorzubereiten, bis die anderen Leute kommen und mit euch klar was machen oder einfach nur PvP oder sonst irgendwas. Und dann haben wir auch Spieler, die uns Arenen bauen und sonstigen Einrichtungen bauen, damit es auch ein bisschen mehr Spaß macht. Jo. Hier haben wir scheinbar ein bisschen, also eine Höhle. Was haben wir hier drunter? Nur Lava. Also, je mehr ich jetzt hier Let's Play, desto mehr Leute kommen auch, aber ich lasse sie nicht auf, so auf den Server. Die meisten wollen sogar Skype. Ich möchte nicht unbedingt, dass ihr mit mir über Skype in Kontakt seid, sondern per Forum oder sonst irgendwelche Sachen, die ich anbiete. Es hat einfach einen Grund, bei Skype möchte ich meine Ruhe haben und dort will ich auch meine Kollegen haben und nicht immer andere, die ich anrufen muss und sonst was. Und ja, ein bisschen schreiben könnt ihr ja. Und wenn nicht, dann tut es mir leider leid. Aber ich will nicht immer telefonieren. Die ganze Zeit muss ich telefonieren, das beschreiben, das freischalten, das und das und das und das. Und das nervt und nervt und nervt und nervt. Das könnt ihr hoffentlich verstehen und ja. Es ist halt nun mal für einen Let's Player der letzte Nervraub. Und deshalb, es nervt mich halt zu viel. So. Und natürlich kann ich auch mal mit euch aufnehmen, aber bedenkt einfach, ich habe noch viele andere Leute zum Aufnehmen und ich tue sie manchmal auch nicht annehmen. Also, wie sa soll ich sagen? Ich muss einfach Nein sagen, damit die anderen nicht meinen, oh, der tut nur mit dem irgendwas aufnehmen oder der ist niegelnagelneu und mit dem nimmt er auf, aber mit uns, die ihr schon 1000 Jahre kennt, nimmt er nicht auf und so weiter. Ich möchte es so fair wie möglich gestalten und da kann ich nicht unbedingt mit allen Leuten sofort aufnehmen oder mit bekannten Leuten immer wieder aufnehmen oder sonst irgendwas. Ja, und mit den meisten nehme ich halt nicht auf, weil es nicht gerade in meinen Plan der Zeiten, also in den Zeitplan Ding, die wollen halt am Abend oder so mit mir aufnehmen und dann habe ich ja Regnum Zeit, wo ich Regnum aufnehme und deshalb habe ich keine Zeit. Sorry. Aber wenn ihr mal ankommen könnt, zum Beispiel um 3 Uhr mittags oder sonst irgendwo, also nachmittags, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und deshalb gibt es momentan hier bei Minecraft auch kein Togepher Parts. Und ja, das tut mir leid, aber es ist nun mal so. Ich bin auch keine Zeitmaschine, wo 1000 Zeit hat, sondern einer, der halt ein bisschen Zeit braucht und sie nicht einfach jedem schenken kann für seine auch so guten, hilfreichen Taten, die er dann als Gegenleistung macht, wenn er mit mir aufnehmen kann. Also ihr wisst ja, was ich damit anspreche. Zeit ist kostbar und ich habe nicht viel Zeit. Schaut meine Videos, dann habt ihr meine Stimme. Aber eben wenn ihr mehr für mich tut, dann mache ich auch mehr für euch. Dann kann ich auch mit euch aufnehmen. Aber solange ist es nicht so. Ja, die meisten halt einfach meinen, sie könnten mit mir machen, was sie wollen. Dann kann ich auch nicht viel machen. Weil ich einfach tausende Hobbys habe und die auch tausendmal machen muss. Irgendwo haben wir hier einen Bachfluss.
Da oben dran. Da sieht man schon die Wassertropfen. Wow, ist das groß. Ah, eine Schlucht. Ja, toll. Da greift mich schon ein Arschkatz. Ah. Mister. Zielsuchraketen. Scheißbomber. Ach komm, hau ab. So. Juh. Ja, jetzt haben wir nichts mehr zum Stopfen. Ja, ein bisschen Ding. Bisschen Koppel. So, was haben wir hier? Ein bisschen Eisen. Und sonst noch eine Schlucht. Ah nein, das ist eine Höhle. Ja, du kannst sowieso nicht explodieren. Probier es gar nicht. Das ist mir vielmal aufgefallen. Ich habe ja schon seit 3-4 Jahren immer wieder Server gemacht. Und dort haben alle Leute immer wieder die Creeper springen lassen. Wieso, Leute, macht ihr das? Seid ihr so faul, einen Creeper zu besiegen? Oder könnt ihr es einfach nicht? Das finde ich auch irgendwie. Manche Leute sind einfach nur faul. Faul. Gigantisch faul in Minecraft. Bei anderen Games macht ihr auch so viel, um Items zu bekommen und sonst irgendwas. Und bei Minecraft macht ihr Trottelchen. Also ich sage jetzt nur diese, die das wirklich auch machen. Ich spreche nur die an. Und ja, ihr macht in Minecraft überhaupt nichts. Wahrscheinlich einfach, weil es zu wenig Anspruch für euch ist oder sonst irgendwas. Da fühle ich mich schon ein bisschen schlecht. Also mit schlecht, aber ich besiege wenigstens alle. Also ich sehe sie natürlich nicht. Aber hier ist es ja auch egal, damit einfach wir ungestört ein Projekt machen können. Ah, hallo. Grüß Gott, du kleiner Zwuckel. Und noch eine Schlucht. Und noch ein Gewitter. Wieso nicht? Ach komm. Oh, sehe ich gut aus. Seht ihr, so geht Akupunktur. Der Grill, den möchte ich nicht hier. So. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Die Fackeln, die sind mir. Da, la, 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 la. Was denn los hier oben? Ach Gott, hey. Ah, Mist, bei beiden Seiten sind hier die Wasserfontänen, also die Wasserfälle. Vielleicht ist unten drunter ein Meer oder sonst irgendwas. So. Was haben wir sonst hier noch? Haben wir keine Diamanten. Mir fehlen so die Diamanten. So, dann haben wir hier nochmals einen Strang. Geht's noch? Was ist denn los? Ich hoffe, Kevin ist das nicht, aber ich denke nicht. Das ist ein normales Gewitter. Einfach ein bisschen ein stürmisches Gewitter. Okay, ist schon wieder ein bisschen mehr vorüber. Das nervt schon ein bisschen. So, jetzt ist es aber vorüber. Also. Nun, finden wir Diamanten.
Wir farmen so lange, bis wir Diamanten finden. Das ist wichtig. Sollten eigentlich alle 24 Meter ein Diamant sein, also Quadratmeter. Mal schauen, ob wir da irgendwas schaffen. So, können wir kurz noch einen Steak essen. Dann haben wir wieder volle Hungeranzeige. Muss irgendwo oben dran sein. Das Skeletti. Schönen Weg bauen. So. Und irgendwann bauen wir dann mal ein paar Einrichtungssachen. Eine Treppe nach unten bei uns im Haus. Und so weiter. Aber zuerst möchte ich hier noch ein paar Diamanten finden. Für Werkzeuge, Werkzeuge für Zaubern. Und so weiter. Ja. So, Eisenspitzhacken machen. Gut. Und weiter graben. Jetzt haben wir volles Inventar schon. Nicht so gut. Wir machen eine Koppelkiste. Hatte mehrere Kisten, weil ich so gut war und mehrmals geklickt habe. So. Könnten wir hier drauf nochmals eine tun. So, machen wir hier alles Koppel rein. Nicht die Diamantspitzhacke, bitte. So. Dann machen wir hier noch die Workbench hin. Und ja, okay. Wir brauchen die Koppelkiste sowieso momentan nicht. Irgendwann finde ich die schon wieder mal, wenn wir Koppel brauchen. So, ein Home möchte ich jetzt nicht hinbauen. Nein, wir brauchen sowieso momentan keine Koppel. Wir haben sicher schon genug Koppel. So. Ah, einen Keller müssen wir noch bauen, genau. Da machen wir am besten die Bücherei in den Keller. Okay. Mal kurz in die Decke schauen, ist auch nichts. Okay. Hey. Oft vergesse ich irgendwas an der Decke. Zum Beispiel hier Lapis Lazuli. Die brauchen wir dann für 1.8 für das Verzaubern der Items. Die kosten dann Lapis Lazuli anstatt sehr viel Erfahrung. Und ja, deshalb schön vorsorgen. Ich werde den Server so bald wie möglich updaten, aber zuerst müssen die Plugins natürlich abgedatet werden. Und ja. Und Forge, nicht Forge, Bucket natürlich. So, kurz was trinken. Sonst trocknet mein Maul aus. Nicht so gut bei den vielen Reden. So. Jo, also es wird noch richtig cool, das Projekt. Und es wird auch gut geschaut, also Dankeschön dafür und auch für das Liken und für die tollen Kommentare.
Es freut mich sehr und ich bin bemüht, auch ein gutes Projekt weiterzuführen. Also dieses Projekt und andere Projekte. Und ja, ich freue mich dann über die ersten Mitspieler oder einfach Neben-Let's Player, die auf das Projekt einfach für sich alleine machen. Auf meinem Server natürlich, sonst ist es ja nicht Drakes Projekt. Und ja, können wir auch manchmal chatten oder eben selber telefonieren. Also, wenn ihr auch Lust habt, kann ich schon ein bisschen mit telefonieren, aber da muss dann schon wirklich Zeitpunkt passen und so weiter. Und was ich noch sagen will, auf dem Server, die Let's Player, bitte, bitte sein Ding und nicht immer stürmen, dass ihr Moderator sein wollt oder sonst irgendwas. Es ist ganz klar, dass ich schon Leute als Moderator mache, aber nur die, die sich wirklich beweisen. Sonst könnt ihr ja immer alles machen und eventuell sogar Bösartiges machen für ihr Let's Play. Cheaten oder sonst irgendwas. Das ist nicht gerade so gut. Und ich kenne die Leute, ich weiß, dass manche Leute unbedingt cheaten wollen und es einfach unsichtbar machen. Und deshalb möchte ich das ein bisschen abdämmen, damit niemand auf die Idee kommt, zu cheaten. Zwar cheate ich ab und zu ein bisschen, aber auch nur ein paar Sachen, zum Beispiel Tag machen oder den Donner weg oder sonst irgendwas. Und das ist für mich kein Cheating, das ist einfach OP-Sachen. Und das mit dem Game-Mod, dass ich es manchmal vergesse ausschalten, das ist, ja, das ist nicht gewollt und ich versuche es ja manchmal, ja, bisschen ausbalancieren, indem ich Sachen wegwerfe, wenn ich sie schon gebaut habe und nicht verbraucht habe und sonst was. Aber alles kann ich ja eben nicht machen. Weil ich einfach ein bisschen ein Glunky bin, der manchmal vergisst, den Game Mode auszumachen. Und erst vergesse, wenn ich irgendwas abbaue. Hier höre ich noch mehr Lava. Suchen wir mal die Lava. Ich bin immer gewillt, dieses Gravel abzubauen, weil ich dann Erfahrung bekomme im Arkham-Server. Das ist ein anderer Server. Da könnte ich jetzt kurz nachdenken, weil es für ein Let's Show ist, es ist einfach zu wenig. Kann ich es euch zeigen? So. Ja, hier ist nichts mehr. Gehen wir kurz zurück und dann gehen wir mal kurz auf den Arkham-Server. Kann ich euch zeigen. Der ist richtig cool. So. Machen hier wir hier das Ding hin. Machen nochmals Kisten. So, und machen eine Dingkiste. Schrottkiste. So. Dann hier diese Sachen mitnehmen. Hier rein tun, so. Gut, die Erde noch hin tun. Dann können wir die auch da drüben rein tun. So. Okay. Pfeile könnten wir auch noch hier hinein tun. Suchen wir hier die Pfeile. Ah, nicht hier. Hier. So. Dann machen wir hier irgendwo den Keller. Am besten hier. Markiere ich das mal kurz.
und gehen auf den Arkham Server. Ich mache hier wieder Game Mode an, weil ich hier nicht mehr zurückkomme. So, also gehen wir mal auf Arkham Network. Das ist ein Server, der hat ein Plugin drauf, wo man leveln kann, also die verschiedenen Abbaumethoden oder Anbaumethoden leveln kann. Und ja, das macht richtig viel Spaß. Wenn ich das Plugin auch installieren kann, dann werde ich es natürlich auch installieren und dort benutzen. Also ja. Ah, ich habe den letzten schon verkauft. Ich habe irgendwie Money bekommen. Ja, ich habe 3110 schon. Okay. Dann zeige ich mal das im meinen, wie man leveln kann. Einfach alles abbauen. Also, wenn ihr RuneScape kennt oder Skyrim kennt oder sonst irgendein Elder Scrolls Spiel, dann wisst ihr schon, wie es geht. Wer es noch nicht weiß, zeige es jetzt. Also ab und zu bekommt ihr Levels über. Wenn ihr ein hohes Level habt, bekommt ihr extra Rohstoffe. Und ja, und sonstige Bonus. Ich bin, glaube ich, irgendwie 100 Level 20 oder so. Also gleich mal schauen, wenn wir ein Level bekommen. So, 103 bin ich ja erst. Da seht ihr es, Level 103 und ja. Bei Level 100 hatte ich ein Feuerwerk bekommen. Einfach ein weißes Feuerwerk. Hab so ein bisschen gespielt und dann war es wieder weg. Mal schauen, was ich bei Level 150 oder sonst irgendwas bekomme. Ich tue gerade mit einer Steinspitzhacke abbauen. Das hat einen Grund, dass ich die auch reparieren kann. Und so durch auch meine Reparierskill erweitern kann, dann kann ich bald mal Eisenspitzhacken reparieren und so weiter. Sonst gibt es noch für Gravel und Sand ein Skill. Excavation oder wie der heißt. Und dann gibt es noch Herbalismen und eben Reparieren und Kämpfen. Also Schwertkampf. Sonst irgendwie Sachen. Und wenn es ein paar mehr Monster geben würde, könnte ich die auch an den Monstern leveln. Aber momentan geht es noch nicht. Wir sind noch nicht so weit mit dem Clan. Aber ja, das Clan-Hauptquartier möchte ich nicht zeigen. Ich möchte einfach kurz hier mit euch ein bisschen farmen. Ich kann heute mit euch kurz nach oben gehen und andere Spielebauten anschauen. Aber mehr möchte ich euch noch nicht zeigen. Ich möchte auch eure, also ja, ich sie nicht zeigen und ich möchte sie euch nicht verraten, wo sie ist. Und wir laden keine Spiele in den Clan ein. Es hat einfach einen Grund, dass wir so lange wie möglich dran bleiben wollen, ohne dass irgendwas gegrieft wird oder sonst irgendwas. Und wir auch keine PvP-Ding verlieren wollen, weil andere Spiele irgendwie immer wieder sterben oder so. Weil sonst kann unsere Basis angegriffen werden. Und das wollen wir Ding verhindern. Ich und Emdam sind sehr gute PvP-Profis und wollen das auch so bewahren. Einfach damit ihr es wisst. Und auch den Grund wisst, wieso wir euch nicht in den Clan lassen. So. Ja, ich nenne jetzt das auch Dragos Projekt, also Drake Projekt. Auch wenn es auf einem anderen Server ist, einfach kurz und möchte zeigen, was ich so als anders mache. Als Beschäftigung neben dem Drake Server. So. Ja, heute Morgen ist noch nicht viel los auf diesem Server. Die meisten sind einfach am Abend online. Und wenn ihr Ideen, Tipps und Tricks und so für diesen Server habt,
und ein paar Tutorials für mich, dürft ihr die gerne unten in die Kommentare oder per PN oder sonst irgendwie mir schicken. Okay, hier hat Sand. Sind wir in der Wüste oder so? Okay. Da kann ich gleich mein Herb... mein Excavation Skill ein bisschen austesten, indem ich hier nach oben grabe und dann Sand runterfällt. Ja, genau so. Oho, was ist hier? Wir sind gleich in einem Fluss gelandet, in einem See oder so. Ein Fluss. Ja. Ah, gerade an der Grenze. Okay. Hier hat es keine Spielerbasen, das ist meine Farming Area. Vielleicht hat es irgendwo eine Spieler, irgendwas, ein Spieler. Also hier wurde zum Beispiel Sachen gefarmt. Also Bäume gefarmt, ohne sie ganz abzubauen. Ich baue sie immer ganz ab, damit ich auch Setzlinge bekomme und andere Spiele, damit nicht nerve. Aber es gibt eben so ganz viele solche Trottel, die das nicht wollen, keinen Bock haben und so weiter. Okay, und hier ist freies PvP, also hier könnt ihr angegriffen werden. Aber wenn ihr Starterausrüstung habt, dann ist das nicht so euer Problem am Anfang. Ihr müsst einfach dann schauen, dass ihr an Diamanten kommt, um eure Startausrüstung zu sein, also so lassen, ohne dass ihr sie reparieren müsst. Und ja, hier ist zum Beispiel Herb Skill zuständig. Ja, Herbalismen ist jetzt Stufe 7. Jo. Oh, scheiße. Jo, also das war's mit diesem Server. Mehr möchte ich euch nicht zeigen. Und ja, vielleicht mal, wenn ich Spielerbasen angreife oder sonst irgendwas, aber das möchte einfach unser Projekt sein, mich und Emodams Projekt, und hier nicht so viel machen. Okay, das wär's und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder beim Drake-Projekt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!